Endlich haben wir es geschafft. Die Ergebnisse sind besonders. Oh mein Gott. Wie es aussieht, waren wir gefährlich nah dran, dich endgültig zu verlieren. Unser Unterfangen ist so gut wie erledigt. Wir sind fast an der Wurzel dieser bösartigen Macht. Diese Prozedur hat aber auch ihre Risiken. Du musst jetzt alle deine Sinne beisammen haben, wenn du dich durchsetzen willst. Eieieiei, herzlich willkommen, ihr Lieben, bei Trans 17TV und bei Rush of Blood. VR und der PlayStation Pro hier auf Trans 17TV. Euer Transec am Mic. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Das restliche Gameplay. Wir waren ja schon fast durch. Und heute geht's weiter hier. Oh mein Gott, das klingt schon wieder richtig psycho hier. So. Ja, cool, dass ihr dabei seid wieder bei unserer neuen Geisterbahnfahrt heute hier wieder. Rush of Blood geht wieder an den Start. Wow, das sieht doch mal cool aus hier. Es ist langsam Zeit, dass wir dieses absurde Theater sein lassen. Ich habe dich aus einem Grund mit auf diese Fahrt genommen. Hör auf, unschuldig zu tun. Du weißt das genauso gut wie ich. Dieser Berg hier braucht eine Opfergabe. Dieser Berg hier will dein Blut. Wir nähern uns wohl ganz langsam dem Ende des Spiels. Wir sind fast durch. Oh, die hätte ich gerne gehabt. Bald werde ich mich laben an einem Festmahl aus deinem Blut. Willkommen in der Hölle. Boah, ist das heftig. Boah, ist das krank. Oh, den haben sie echt gut gemacht, das muss ich sagen. Wow, jetzt sieht das crazy aus. Wow. Dieses ist lästig. Was? Tot oder was? Tatsache. Mal sehen, ob ich gleich die Pranken abschießen kann, da. Genau, den brauche ich. Aber nicht so viel Munition unnötig verballern. Jetzt muss ich mit deiner hässlichen Pranke ab. Ballern. So, ich denke mal, der rote Punkt in seiner Hand oder Pranke, hat gedacht. Jawoll! Mein Lever, du hässliche Ratte. Boah, bist du hässlich. Oh mein Gott. Die sehen wir bestimmt noch mal wieder. Wow, da ist wieder der Doktor. Ist das jetzt eine Vision? Oh, Lava. Ja. Oh, schöne Maschinenpistole. Das wird bestimmt schwieriger hier jetzt. Das könnte ich mir... Oh, krass! Ja, sehr schön. Das
hat doch mal geklappt. Ja, wunderbar. Das war, das war knapp. Das war knapp. Hallo, hallo. Das haben wir nicht überlebt. Okay. Dann wäre das Spiel ja auch schon zu Ende. Das wäre auch langweilig, ne? Da ist der Doktor wieder. Qual dich deinem Fleisch bereit werde, werden endlos sein. Man muss das jedes Mal wieder von Anfang. Das ist aber echt fies. Das ist eine fiese Aktion. Was? Den habe ich doch getroffen. Oh, das ist aber gemein. Das ist aber gemein. Mein Gott. Da ist noch etwas drin, ja? Die Stimme ist cool. Sekunde zu spät, dann ist hier sofort vorbei. Das ist richtig heftig hier. Was? Krass. Das wissen wir langsam, dass wir Höllenqualen leiden werden. Ich weiß, ich weiß. So, jetzt kommen wir mit einem hässlichen Teil da. Munition. Nein! Wie es möglich ist zu sparen. Ja. Die Höllenqualen, die ich deinem Fleisch bereiten werde, werden endlos sein. Okay, Munition sparen nützt nichts. Nützt nichts. Wir müssen Gas geben, ja? Das bringt nichts. Nun gib mir mal neue Maschinengewehre.
den habe ich doch getroffen. Das sieht mir ja reichlich nach einer künstlichen Streckung hier jetzt aus, des Spiels. Also Leute, da kann ich jetzt wirklich nichts für. Ich habe den echt getroffen. Das ist ja Sekundenarbeit hier. Dein Gelaber geht mir auch langsam auf den Sack. Du, nur mach hin, du. Ach, das beinahe. Das war wieder kurz davor eben. Ich muss dann die Möglichkeit haben, nachzuladen. Was? Das ist so geil. Oh, irgendwie gefällt mir das Spiel. Immer noch das beste VR-Spiel bis jetzt, muss ich sagen. Inzwischen ist ja nun auch Robinson The Journey draußen. Und ich bin, muss ich ganz sagen, ehrlich gesagt, froh, dass ich es mir nicht gekauft habe. Denn mein Fall ist es nicht, sag ich jetzt mal so vorsichtig. Da habe ich mir doch einiges mehr drunter vorgestellt, als nur durch die Gegend zu laufen und irgendwelche Sachen abzuscannen. Mann, ey, wieso gibt es hier dann keine anderen Waffen? Das ist doch Schiete, ist das. Ach, das... Unfassbar. Unfassbar! Tja, wir machen das jetzt so lange, bis das klappt. Sonst müsst ihr einfach ein bisschen vorspulen. Oder ihr seid einfach da live dabei. So schnell gebe ich ja nicht auf hier. Ich müsste eigentlich auf den Move, den Controller nochmal neu navigieren, einstellen. Das ist nicht gut eingestellt. Jo, ganz klasse. Ganz klasse. So, an diesen blöden Dingern verschwende ich jetzt keine Kugeln mehr. Voll! Höllenquallen! Ja, das ist die Frage, macht man die weiter auseinander? Oder weiter zusammen? Ist aber auch, dann kommt das oben raus, dann kommt das unten raus. Das kommt da gleich. Lass mal meine Finger oben an der Tastatur. Ist ja irgendwann mal zu schaffen. Das gibt's doch gar nicht! Das gibt's doch gar nicht. Doch, bei Roller. Die Hölle qualmt dich deinem Fleisch. Bereit werde, werden endlich sein.
Ja, meine Lieben, wenn euch das Ganze gefällt, dann lasst doch bitte unbedingt ein Like da oder schreibt einen netten Kommentar. Ich bedanke mich auch schon mal im Voraus für eure super, für euer super Feedback auf das VR-Projekt hier. Ganz klasse, wie ihr bisher dabei seid. Astrein, lieben Dank dafür. Jo. Und ich bin schon wieder fast tot. Oh, ist doch nicht zu fassen. Das ist doch nicht zu fassen. Das kriegt man nicht hin. Und dieses Kabel gibt mir sowas von auf den Sack hier an der Seite. Oh. Können die nicht endlich mal was Kabelloses erfinden? Oh, immer der gleiche Text. Zaubern kann ich noch nicht. Ich würde es ja gerne. Aber ich weiß, dass auch einige Let's Player in diesem Part das beendet haben. Weil sie es einfach nicht geschafft haben. Und ich kann sie gut verstehen. Und ich kann nicht nachvollziehen, warum man das hier so schwer machen muss. Man wird das Spiel ja auch gerne zu Ende spielen dann. Mein Joystick, der fällt auch da irgendwann noch. Naja, den hab ich doch getroffen! Na? Ne, ich hab trotzdem schon gebrannt. Ja, wir müssen kurz vorm Ende, wie beim letzten Mal, so wieder kurz vorm Ende sein. Des Levels, also nicht des Spiels. Ich denke mal, das Spiel geht noch ein bisschen. Die Höllenqualen. Den Text kann ich jetzt auch schon auswendig. Ach ja, so ist das. Nee, oh nee, oh nee. Vielleicht sollte ich das Maschinengewehr auf später, auf viel später aufheben. Versuchen wir das mal. Ah, ich müsste das eigentlich neu kalibrieren, das ist nicht gut hier. Ach, shit. Das heben wir für später auf. Anderen Seite. So, nun machen wir das. Das war schon wieder. So, jetzt geht er da. Das ist doch nicht zu fassen. Der hat da noch was rausgeschossen. Meine Salve schon wieder verschossen hier. Da ist noch ein... Jawohl. Nein, das gibt's doch nicht.
ist nicht zu fassen. Es soll heute nicht sein. Aber ich werde so lange nicht ruhen, bis dieser Level geschafft ist. Und wenn wir beim nächsten Mal weitermachen müssen. Level ist wirklich unfassbar schwer. Und man weiß natürlich auch warum. Weil es langsam dem Ende entgegengeht hier. Da machen die das natürlich so schwer, dass wir das Spiel noch ein bisschen strecken können. Das macht eigentlich fast jeder Hersteller. So, jetzt holen wir uns hier das Maschinengewehr. Okay. Bisschen weiter auseinander. Ihr habt gesehen, ich habe also zigmal jetzt getroffen. Ich würde sagen, meine Lieben, wir machen beim nächsten Mal weiter. Ich bedanke mich bei euch recht herzlich fürs freundliche Zusehen. Wir sehen uns ein letztes Mal den Arzt an. Und nächstes Mal starten wir sozusagen in das Finale. Ich bedanke mich bei euch vorerst fürs Zuschauen. Und dann, ja, lasst doch ein Like da, wenn ihr Bock drauf habt. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.